So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück. Da bin ich wieder. Und hier, jetzt mal schnell hin. Aber ist auch noch gespeichert hier. Ich will aber gerne hochklettern. Fast da. Ey, mein Pferd ist weg. Oh.
Erstes Pferd. So. Nee, nicht mein Pferd. Pona nicht. Ah.
Mein erstes Pferd heißt Schnitzel. Ah. Hm. Cool. Deku-Baum oder Mikro-Deku. Verdammt. Ach, guck mal, da oben liegt ein Stein. Wenn das nicht auffällig ist. Haha, ich wusste es. So, echt viele von den Viechern. Wo muss ich jetzt hin? Muss ich hier durch? Warum liege ich denn? Ja, das Spiel so ist so geil. Man kann so viel entdecken und machen und ja, bin abgefahren. Aber dieser Weg, und ich folge mir dem Weg entlang. So. Ich
Truhe. Ich muss so das ganze Ding da runterholen. AX. Was? Ja, boah, klar. Hingekriegt. Wieder weißer Auge. Schön. Boah, krass. Da ist eine Brücke. Was macht eigentlich die Karte? Ich muss da über die Brücke und dann nach oben gehen. Okay. Voll laut mit dem Paraglider. So, schauen wir doch mal, was wir da... Kakariko-Wolke. Cool. Oh, hallo. Ja. Da steht so eine Lücke. Okay. Ja, stimmt. Gleich Glückchen. Ja, mit so rein so Gras. Rustgras gibt's auch noch. Cool. Thank you.
ist ein Krog, aber groß. Oh. Mahonus, ach, das ist der, den sie anquatschen. Du kannst mich sehen? Ich sehe dich. Toll, toll. Oh, oh, oh. Das ist schon 100 Jahre her, dass ich mich angesehen habe. Ich bin Mahonus. Ich brauche unbedingt Hilfe. Und niemand konnte mich sehen. Bitte, bitte, hör dir meine Geschichte an. Meine Lieblingsrasseln. Die Monster haben sie versteckt. Sie sind hinter den Felsen dort. Ich kann meine Kräfte nicht einsetzen. Ich bitte dich. Hol meine Rasseln zurück. Okay. Warte mal, da hängt ein Russ. Der Vogel, die glaube ich auch gescheucht. Na gut, dann nehme ich deine Rassen zurück. Die Kinderrassen oder was ich was. Ich gehe mal da auf den Felsen rauf. Seine Rasseln über alles. Schon im Alter von 2 Jahren schüttelte er sie begeistert hin und her. Okay. Na dann wollen wir ihn nochmal seine Rasseln wiederbringen. Was auch immer wir bringen mögen. Oh, das
Lass mich mal rausholen. Bitte, 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 bitte. Bitte schön. Ich bin da so glücklich. Oho, oho. Aber eine Rasse. Krocksamen. Was? Ach, da? Im Inneren sofort. Jetzt klingen sie nicht mehr so toll wie früher. Oh. Wenn ich nur einen Krocksam hätte, könnte ich singen, tanzen und meine Kräfte nutzen, um dir zu danken. Zum Beispiel könnte ich einen der Taschen vergrößern. Echt? Die Kinder Säules haben die Krocksam aus den Rasseln stibitzt. All das wäre ich nach meinen Rasseln gesucht habe. Oh, oh. Diese große Krocksam. Das Krocksam von den Kindern des Waldes erhalten. Wenn einer ein Krocksam nur, ich habe 13. Hier ist ein Waffen. Ja, Waffentasche. Kannst mit. Slotplatz mehr. Ist das nur ein nur? Einer weniger nur. Geil. Du hast noch mehr Krocksamen. Lass mich deine Tasche vergrößern. Zwei Krocksamen. Auch sind immer mehr. Zum Wald des Krocks, wenn du welche findest. Wald des Krocks, der Wald des Krocks, das müsste nördlich von hier sein. Großvater hat immer gesagt, wenn du dich verlaufen hast, folge dem Hyrule-Fluss. Nach Norden. Genau das hat er gesagt. Also muss es stimmen. Oh, du bist immer noch klar. Wer bist du? Oh, oh. Jetzt, was sagst du? Ich habe mich gar nicht ordentlich vorgestellt. Ich bin Maronus. Der Musiker im Wald des Krocks. Komm schon, sing und tanz mit mir. Sind von den Kindern des Waldes allerdings ziemlich hart. Wir haben nicht weiter darüber zu reden. Cool, das sind auf jeden Fall noch zwei Waffenplätze mehr. Sehr geil. Jetzt kann ich zwei Waffen mehr tragen. Hat sich gelohnt, aber meine Energie ist ein bisschen. Ja. Erstmal noch was fragen. Was? Können wir noch einige Äpfel haben? Davon habe ich 17 und auch noch ein paar Pilze, aber die sind für. Ja doch, die füllen auch Herzen drauf. Die Nüsse habe ich 21, also ich habe auch noch ordentlich was zu futtern. Hier war es nämlich die Stadt. Das Dorf, Kacke. Da oben ist noch was Schönes. Leider nur zwei Taschen da gerade machen.
Sprengstoff aus? Ja. Wir geben für das große Menge hochqualitatives Erz. Wäre es, wenn dein Bomber austestest, um eine hübsche Explosion hervorzuheben. Pass aber auf, dass du dich in deiner Nähe... Okay. Oh! Ausdauerkäfer, der ist golden. Ausdauerkrabbe. Teuer. Oh. Was ging denn da? Ach, ich sehe es schon. Leute, seht ihr es auch? 4 und 3. Das heißt. Leute. Das ist einfach so ein Mini-Rätsel. Ich habe 13 gehabt, das habe ich schon wieder 11. Ich habe, so wie aus wie 3 Stück. Das ist einfach so cool. Sowas. Komm, gehen wir hier hoch. Da hängt auch so ein Pilz an der Wand. Geh mal hoch. Wieder Blob. Langsam.
vorne klettere hier. Das hätte nie im sein Leben was anderes gemacht. Oh, da. Nee, das Gras. Ich dachte, da war was. Silberne Rubin, 100 Stück. Oh, geil. Wie geil ist das denn? Cool. Wie hoch die Berge sind. Das ist cool, dass man einfach von der Stelle aus dann einfach weiter kommt. Oh, was ist da? Ach. Betten? Das war so klar. Das war so klar. Oh, Felsen. Sau geil. Nochmal ein ganzes Stück größer. Vielleicht hier so auch den Dings und dann darf man da aus da hoch. Könnte klappen. Ich glaube, ich kann hier stehen. Nur am Klettern hier. Voll krass.
sieht gut aus. Über die Hälfte verbraucht. Ja. So bewegen auf den Mega. Oh, natürlich. Jetzt schon wieder 13. Körper. Ich würde sagen. Mega aus. Da komme ich rauf, hier sind überall so kleine Abstufungen. Der Felsen ist halt auch ewig groß. Das sieht man auf der Karte, der ist halt größer. Oh, ich glaube, das ist eng. Wieder was. Was ist das? Zanschen Kurzschwert. Geil. Thank you.
Die sind schon genauso kaputt. Schild. Irgendeinen Scheiß mal wegschmeißen. Ja, ist wieder so eins. Thank you.
Meisterschwert. Auch eine Truhe. Schön, gefällt mir. Ah, ich mag das Spiel. Ich liebe es. Ich freue mich schon auf ein richtiges Dungeon. Weil das sind eigentlich nur so Prüfungsdinger. Tutorial und ja, für Bonus quasi. Jetzt brauche ich noch eins, dann könnte ich glaube ich wieder Dings kriegen. Herz oder Ausdauer mehr. Gasthaus übernachten. Okay. Sehr nice. Gut, er speichert. Bist du? Das hier ist Impas anwesend. Hm? Was ist du? Der Schickerstein. Bist du etwa? Oh. Verzeihung, so unruhige Unhöflichkeit. Impa hat uns informiert. Bitte tritt ein. Ja, gleich. Ich will mir erstmal umgucken. Cool. Ehrlich, Leute.
noch 4 Äpfel extra. Sehr cool. Hat sich gelohnt. Auf jeden Fall, glaube ich, Shops, oder? Hier ist ein Bogen. Oh, der Trank. Ich glaube, Pfeile. Aber in den Krug. Rein. Hier kann ich Feuerfall kaufen. 80. Für 5 Pfeile, 80 Stück. Für 5 Pfeile 80 Rubine, ernsthaft? Normale Holzpfeile? Ich quatsche mal, die mal an. Hey! Kunde, welch seltener Anblick. Ich kann auch junge Leute Bogen schießen ins Feld. Meine Pfeile sind Ladenhüter. Statue. Aber cool. So, hier eine Karotte. Ist hier Essen oder? Oh. Okay. Ziegenbutter, ernsthaft? Her, ist die noch schlagen. Das ist so strange. Hi. Rüstungskürbisse. Gut, da gibt's Essen, da gibt's Pfeile. Pfeile, aber mit dem Linkszeichen.
feste Köche. Achso, so ein Köche sein, was? Also ein Kessel. Aber okay. Hallo, wer bist du denn? Oh? Bist du ebenfalls? Ein Herz schlägt für die Malerei. Landschaft. Hm. Quelle große Fee, echt? Beschäftigt sich auf jeden Fall einer mit dem Plan. Ob Regen oder Sonnenschein, die Boutique 2 Früchtchen ist immer geöffnet. Besuchen Sie uns noch heute. Oh, hui, du gefällst mir. Genau mein Typ. Ja, Schnucki, danke. Dann trägst du auch noch einen Schiekerstein am Gürtel. Moment mal. Ein Schiekerstein? Ist doch so ein tolles Ding, das nur ganz wichtige Leute haben. Ich verstehe zwar nicht viel von dem ganzen Zeug, aber du bist irgendwie der ganz Wichtige, oder? Ja, ich bin der Held. Kleine Woche, Leute. Echt jetzt? Boutique 2 Früchtchen. Der Ninja-Anzug dort ist der Renner der Saison. Damit kannst du dich absolut lautlos fortbewegen. Ein Muss für jeden, der regelmäßig jagen geht. Dafür ist die Schutzsuche nicht besonders hoch. Plätze keiner Nachteil. 600! 700! 500! Das? Untersuchen? Kletes Gerüchteküche, Ausgabe 1. Hallo, ihr Kletes, klingt wie von Klatsch und Tratsch. Haltet ihr auch alle eure Ohren offen für die neuesten Neuigkeiten? Hier ist, was ich heute für euch herausgefunden habe. Der Liebesteich. Legendärer Ort, an dem man angeblich den Partner fürs Leben finden kann. Es lohnt sich, ihn zu suchen, auch wenn es lebensgefährlich ist. Kletes Empfehlungspunkte 5 Sterne. Liebesteich. Was haben wir denn hier Schönes? 60. Julia Kapuze. Kapuze Fenster. Okay. 120. Julia gewonnen. Robust. Die Hose.
Doch im Besitz 1. Müssen wir so finden, aber... Da fehlen jetzt, 7. 67. Klarko? Klari-Kollektion. Die hat 1, die hat 1, was ich habe, die andere hat 3. Auf jeden Fall schon mal bessere Rüstung und... Oh, sieht cool aus. Nice. Das Zeug ist halt auch cool. Thank you.
große Ritter schmiedete ein Schwert aus einer Art Sprutkarotte. Aus fast ausschließlich Sprutkarotten. Den Körper zu stehlen. Alles. So, das Ding-Schwert. Ja, ist das so ein Haus? Nix. Gerade. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und gerne abonnieren, wenn ihr wollt. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis